Es war ein Rückblick, aber auch viel Ausblick. Der Festakt anlässlich 30 Jahre Landkreis Oberspreewald-Lausitz am 10. April in der neuen Bühne Senftenberg mit reichlich prominenten Gästen. Der Landkreis OSL wurde Ende 1993 im Zuge der Kreisgebietsreform aus den vorherigen Landkreisen Kalau und Senftenberg gegründet. Diese Fusion war der Beginn einer bewegten Geschichte, die von Herausforderungen, aber auch großen Erfolgen geprägt war. In den Anfangsjahren stand der Landkreis vor erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Wie Martina Gregor-Ness, Kreistagsmitglied der ersten Stunde, berichtete, gab es kaum Spielraum für freiwillige Leistungen. Die Vision fehlte, blühende Landschaften waren versprochen und hier ging es einfach nur noch bergab. Das war eine sehr schwere Zeit, weil wir natürlich eine Haushaltslage gehabt haben, die überhaupt nichts hergab. Freiwillige Leistungen waren illusorisch und ansonsten haben wir Hasiko, gab es ja heute als Wort, mit Haushaltssicherungskonzepten gearbeitet. Das hat nicht unbedingt immer Spaß gemacht. Doch die Verantwortlichen im Kreistag ließen sich nicht entmutigen und arbeiteten hart daran, den Landkreis Schritt für Schritt voranzubringen. Auch engagierte Bürgerinnen und Bürger wie Viola Weinert spielten eine wichtige Rolle. Sie zog 1994 in den Kreistag ein und ist bis heute Mitglied. Ich war damals ja noch Mitglied der SED und wir wurden alle sozusagen aufgefordert, von unserer immer kleiner werdenden SED uns politisch weiter zu engagieren. Und da war ich im Kreisvorstand und da wurde ich gefragt von den Genossen, weil ich noch relativ jung war, ob ich nicht für den Kreistag kandidiere. Und es hat seitdem immer geklappt. Während dieser ehrenamtlichen Arbeit setzte sie sich in den letzten 30 Jahren unter anderem für den Erhalt eines Asylbewerberheims ein, musste aber letztendlich eine Niederlage hinnehmen. Dennoch blieb Weinert über Jahrzehnte hinweg eine treibende Kraft im Kreistag. Trotz aller Schwierigkeiten in den Anfangsjahren entwickelte sich der Landkreis OSL laut Ministerpräsident Dietmar Woidke zu einer Erfolgsgeschichte. Die Verantwortungsträger, insbesondere die Landräte Holger Bartsch und Sigurd Heinze, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, trugen laut ihm maßgeblich dazu bei. Aber es ist vor allen Dingen ein Erfolg der Menschen hier im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, die aus relativ schwieriger Situation doch vieles entwickelt haben und viele Dinge zu Wege gebracht haben, die uns insgesamt, uns Lausitzern, kaum jemand zugetraut hätte. Und wenn wir heute auf den Landkreis blicken, und da kann ich nur den Landrat zitieren, dann blicken wir auf einen Landkreis, der beste Zukunftschancen hat und der in den unterschiedlichsten Bereichen Wirtschaft, Gewerbe, Infrastruktur, aber auch Tourismus hervorragend aufgestellt ist. Und das ist das Werk, das die Menschen hier vollbracht haben. Kann man nur Danke sagen. In den letzten drei Jahrzehnten konnte der Landkreis auf vielen Gebieten große Fortschritte erzielen. Dazu zählen die Entwicklung des Lausitzer Seenlandes, der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Breitbandausbau und die Neuausrichtung des öffentlichen Personennahverkehrs. Auch die Rettung und Weiterentwicklung des Klinikums Niederlausitz war ein wichtiger Meilenstein. Die Digitalisierung der Kreisverwaltung und die Attraktivität als Arbeitgeber waren weitere Schwerpunkte. Also wir haben die Kreisverwaltung komplett umgekrempelt, wenn ich das mal so sagen darf. In der Außenwirkung nimmt man davon vielleicht nicht so viel wahr, aber wir haben die Prozesse digitalisiert. Wir haben natürlich eben auch schnelles Internet herangeführt. Wir sind dabei, auch als attraktiver Arbeitgeber mit mobilem Arbeiten, mit Teleheimarbeit zu werben. Das ist ganz wichtig heutzutage, gerade eben für junge Leute, weil auch in der Kreisverwaltung vollzieht sich ein Generationswechsel. Also die Älteren, die 1990 und Folgejahre in die Kreisverwaltung gekommen sind, die gehen jetzt so langsam in den Ruhestand und es kommen viele jüngere Leute nach und für die ist das also ein ganz wichtiges Thema. Insgesamt zeigt sich, dass der Landkreis Oberspreewald-Lausitz trotz aller Herausforderungen in den letzten 30 Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen hat. Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger und die Weitsicht der Verantwortlichen haben dazu beigetragen, den Landkreis zu einem Erfolgsmodell zu machen. Am 9. Juni findet die nächste Kreistagswahl statt. 281 Bewerberinnen und Bewerber treten in den 5 Wahlkreisen an. Am 4. Juli trifft das frisch gewählte Parlament dann erstmals zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.